Herzlich willkommen in der Sportnews-Redaktion. Das sind die Themen des Tages. Der Österreicher Hannes Reichelt hat gestern den WM Super-G in Wales gewonnen. Er setzte sich vor dem Kanadier Dustin Cook und dem Franzosen Adrien Theot durch. Die Südtiroler, die fuhren der Konkurrenz hinterher. Dominik Paris belegte zeitgleich mit Matteo Marsaglia den 14. Platz. Christoph Innerhofer wurde 18. und Werner Hehl beendete das Rennen an 26. Stelle. Dolomitensportchef Andreas Viehheider hat das Südtiroler Trio für uns vors Mikrofon bekommen. Ich bin auch mit der richtigen Innigkeit in vorne und dann hat es mir mit dem Nachbarn hier nichts probiert, alles zu geben. Das ist halt nicht gegangen jetzt. Doch, wünsche dir. So gehen es halt erstmal. Natürlich hätte man es anders vorgestellt. Den Abschnitt, wo ich Fußstall nicht so auf die Uhren komme, habe ich heute am besten gemacht. Das ist der Steil lang und runter, habe ich total Stich ausgelassen. Und nicht der Versuch, wir haben versucht, mein Bestes zu geben. Leider hat sich wieder nicht, nicht ausgegangen für eine bessere Platzierung. Ja, leider war es nicht dieser Tag. Ich meine, vor allem ich, aber vor allem Matteo und Dominik haben sicherlich lieber, wenn der Schnee ein bisschen härter ist und wenn man einfach keinen anderen bei der Kurve ausbeschleunigen. Ich muss sagen, wir haben eigentlich nicht Fehler gemacht, für mich war nicht viel mehr drinnen. Ja, leider bin ich nicht so gut anpassungsfähig wie die anderen, die muss noch ganz gut mit dabei sein. Heute Abend ab 19 Uhr, da werden die Karten aber neu gemischt, und zwar in der Abfahrt der Damen. Am Start ist auch eine Südtirolerin, nämlich Hanna Schnarf. Sie belegte im gestrigen zweiten Training den 11. Platz. Hanna Schnarf über ihre Chancen auf eine Medaille. Ja, einmal schauen. Ich nehme mir vor, einfach einen guten Lauf zu machen, vor dem Gesunden. Und wenn man alles gut aufhört, dann ist sicher viel drin, aber ja, schauen wir. Ebelmeister HCB Südtirol hat sich gestern Abend von seinem Trainer Mario Simeoni getrennt. Sein möglicher Nachfolger könnte Adolf Insam sein. Und bleiben wir noch kurz beim Eishockey. Die italienische Nationalmannschaft ist gestern bei der Euro Eishockey Challenge in Wien mit einem Sieg gegen die Slowakei ins Turnier gestartet. Die Partie endete 2:1 für das Blue Team. Ja, und nach dem Auswärtssieg in Monza will der FC Südtirol auch morgen zu Hause gegen Cremonese zuschlagen. Die Partie im Drusus-Stadion, die beginnt um 15 Uhr. Das war's auch schon wieder von uns aus der Sportnews-Redaktion. Danke fürs Zuschauen. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und sehen uns dann hoffentlich am Montag wieder.